Ich finde Blöffen ja sowieso. Ja. Manche Menschen sind durchschaubar. Plötzlich redet er zu viel, die Augen zucken nervös und die Hände fangen an zu zittern. Andere Spieler sind selbst für Profis undurchschaubar und wahren ihr Pokerface. Für viele ist Poker nur ein Glücksspiel, für andere ist es jedoch ein Denksport, bei dem die richtige Strategie zum schnellen Reichtum führt. Können oder Glück? Genau das möchte ich herausfinden. Kann ich als Anfänger mit Online-Poker Geld verdienen? Für dieses Experiment betrachten wir Pokern als vermeintlichen Denksport. Innerhalb von einer Woche versuche ich, Strategien, Tricks und Mindgames herauszufinden, mit denen ich anderen echten Spielern echtes Geld bequem von zu Hause aus der Tasche ziehen kann. Mein Einsatz? $1000. Dieses Video wird unterstützt von meinem Schnittkurs, mit dem ihr über den Link in der Beschreibung innerhalb von wenigen Stunden, so oft ihr wollt und ganz ohne Abo, das Schneiden von Musik, YouTube und Travel-Videos lernt. Jetzt exklusiv für Kanalmitglieder 30% Rabatt. Alle Infos in der Beschreibung. Mit wenigen Klicks ist das Online-Poker-Konto erstellt und es kann losgehen. Pokern gegen Millionen von Spielern weltweit. Vorerst zum Trainieren natürlich mit Spielgeld. Das ist unser Blatt. Zwei Achten. Ich erhöhe direkt mal um 100. Er steigt aus. Er steigt auch aus. Okay, er erhöht sogar um 200. Oh, ich gehe mal mit. Okay, was macht er? 850? Was? Ich lasse es mal drauf ankommen. Der blufft bestimmt. Nee, ich steig aus. Das ist mir zu wild. Oh, zwei Asse. Ich setze 100. Er setzt 4000. Der blufft eh. Ich gehe mit. Oh. Also ob Poker jetzt Glück oder Können ist, habe ich natürlich noch nicht herausgefunden. Aber ich habe herausgefunden, dass wenn man so lost ist wie ich, dass man auf jeden Fall immer verlieren wird. Also schaue ich jetzt das allererstes Mal, was überhaupt Sache ist. Die Spielvariante Texas Hold'em, für die ich mich entschieden habe, funktioniert grob so. Jeder Spieler startet mit einer bestimmten Anzahl an Chips oder Geld und bekommt am Anfang der Runde zwei Karten auf die Hand. Nacheinander werden in der Mitte des Tisches rundenbasiert zuerst die ersten drei, dann die vierte und dann die fünfte Karte aufgedeckt. Jedes Mal kann ein Spieler reihum seinen Einsatz erhöhen und andere können entweder mitgehen oder aussteigen. Je nachdem, wie sehr ihnen die aufgedeckten Karten in die Hand spielen. Am Ende gewinnt der, der unter Verwendung der Gemeinschaftskarten in der Mitte und seiner eigenen Karten auf der Hand die beste Fünferkombination hat. Der Wert der einzelnen Karten steigt von 2, 3, 4 bis zu Dame, König und Ass. Die schlechteste Kombination ist keine Kombination, also die High Card. Dann kommt das Paar, das doppelte Paar, ein Dreierpaar, eine Straße bzw. ein Straight, ein Flush, ein Full House, dann ein Viererpaar, ein Straight Flush und zu guter Letzt das Royal Flush. Ein Straight, gebildet aus den höchstmöglichen Karten und das aus gleichen Symbolen. Ich werde jetzt zum allerersten Mal mit Echtgeld spielen. Spielgeld wird auf Echtgeld umgeswitcht. Wir gehen auf Kasse und Einzahlung. Ja, auf geht's. Hat's jetzt geklappt? Wir haben jetzt hier $1000 drauf. Jetzt spielen. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Was? Ihr Konto wurde wegen einer ausstehender routinemäßiger Sicherheitsprüfung vorübergehend eingeschränkt. Wir entschuldigen uns dafür. Jetzt kann ich nicht mehr mitspielen. Mann! Gut, dann rufe ich mal bei dem Laden an. Ich habe jetzt bei meiner Bank angerufen und die meinten, da ist alles okay. Das heißt, mein Geld ist jetzt auf dem Konto eingefroren und ich muss hoffen, dass ich es jemals wieder irgendwie in die Finger kriege. Stark. Was soll das denn? Naja, was soll's. In der Zwischenzeit habe ich mich bei einem anderen Online-Poker-Dienst angemeldet und da erstmal $100 eingezahlt. Jawohl, da sind wir doch. Das ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn jetzt da oben plötzlich Dollar steht und nicht mehr nur Spielgeld. Mitgehen, der setzt direkt einen Euro, da bin ich komplett raus. Was ist das denn? Ich bluffe jetzt mal 3 Euro. Oh mein Gott. Oh nee, der hat noch erhöht. Ach komm, ich bin raus. Okay, er ist mitgegangen. Uff. Wie schnell habe ich denn jetzt hier 5 Euro verloren? Okay, 2 Asse, das ist nicht schlecht. Ich biete mal gleich 10 Cent. Oh, da ist ein Ass. Okay. Wir haben jetzt 3 Asse, da ist safe keiner besser als wir. Komm, ich mach mal hier ein bisschen risky mit 1,75, okay. Da geht aber keiner mit, die werden alle, glaube ich. Okay, abgewonnen. Ein bisschen immerhin. Oh, warte, das sieht aber gut aus. 2 Damen, da gehe ich nochmal mit. Okay, ein bisschen spannender, mal 50 Cent. Mal schauen, wer da noch mitgeht. Oh, da ist noch eine Dame. Okay, ich erhöhe auf
1,25. Sie erhöht auf 5. Okay. Okay, ich gehe all in. Mal schauen, was er hat. Okay, wow. Die hat den straight. Boah, hat die mich abgezogen. Okay, so wird das nichts. Die ersten 10 Dollar sind weg. Ich glaube, ich brauche einfach eine gute Strategie. Es gibt viele Strategien. Eine sehr grundlegende Art des Spielens, die sich Tide nennt, basiert darauf, dass man, nachdem man seine 2 Startkarten, also die Starthand, bekommt, auch einfach aussteigen kann und gar kein Geld einsetzt. Aber woher weiß man, ob eine Hand gut ist oder nicht? Man kann sich dabei folgende Fragen stellen. Erstens, sind die Karten hoch? Zweitens, sind die Karten ein Pärchen? Drittens, liegen die Karten nah beieinander und könnten eine Straße bilden? Und viertens, haben die Karten das gleiche Symbol und könnten einen Flush bilden? Je mehr Kriterien zutreffen, desto besser. Aussetzen sollte man also komplett zusammenhangslose, niedrige Karten wie 9-4, die unterschiedliche Symbole haben und zu weit auseinander sind, um eine Straße zu bilden. Aber sogar von kleinen Paaren sollte man sich nicht hinreißen lassen. Spielbar sind hingegen höhere Paare wie 8-8 und sehr hohe und aufeinanderfolgende Karten wie König Dame, aus denen sich entweder ein hohes Paar oder eine Straße entwickeln könnte. Die Lux-Hände, die unter allen Umständen gespielt werden sollten, sind hohe Paare ab 10-10, ein Ass und ein König in gleicher Farbe und natürlich die stärkste Starthand überhaupt, Ass-Ass. Als schwächste Hand gilt übrigens 2-7 in unterschiedlichen Farben. Daraus kann sehr schwer eine Straße gebildet werden. Kein Flush und die Zahlen sind auch noch sehr niedrig. Mit diesem Wissen sollte man eigentlich schon einen klaren Vorteil gegenüber jedem Anfänger haben. Und das setze ich jetzt direkt mal in die Tat um und schau, ob ich jetzt Profit mache. Okay, wir haben 2 Asse. Das wird aber eine heikle Nummer. Ich erhöhe. Und ich nehme es mit nach Hause. 36 Cent Profit. Aber man merkt, dass die Leute mit Echtgeld ganz anders spielen. Viel mehr Leute steigen in der ersten Runde direkt aus, weil sie halt schlechte Karten haben. Wir haben 2 Damen. Das ist nicht schlecht. Da gehe ich mit. Und erhöhe sogar nochmal. Ah, er hat gewonnen. 1,50 verzockt. Oh, das sind 2 sehr gute Karten. 2 Buben. Wenn er erhöht, heißt, dass er direkt was Gutes hat. Sonst würde er hier mit Echtgeld niemand erhöhen. Ich biete 10. Mal schauen, ob er von seinen Karten überzeugt ist. Er steigt aus und ich nehme die 72 Cent mit. Ich biete jetzt mal 1 Euro. Bluffe ich ihn raus? Ja, ich habe ihn rausgeblufft. Zu bluffen und dann zu gewinnen, ist das Coolste. Klar, für mich entschieden. Ich bin wieder bei 9 Dollar. Aber hier gehe ich mit. Das ist nicht schlecht. Mhm, hier ist eine 10. Das ist stark. Ah, das war gar nicht gut. Ich gehe mit. Okay, aber der hat nichts. Doch, der hat's gewonnen. Ah, Mist. Und ich bin wieder auch ganz unten. Gut, ich muss strikt bleiben. Okay, in Straight, da biete ich direkt mal... Das war zu viel. Die gehen jetzt alle raus. Ah, aber gut, immerhin. Ah, das habe ich nicht perfekt gespielt. Hätte ich besser machen können. Okay, ich gehe jetzt all in. Ich weiß, es ist voll dumm, aber okay, let's go. Oh nee, es war so dumm. Oh mein Gott, ich war so vorsichtig die ganze Zeit und es waren 67, dann plötzlich weg. Es ist so krass. Ich nehme mir vor, jetzt richtig strikt zu sein, aber es hat einfach nicht hingehauen. Oh mein Gott, wie dumm. Wieso bin ich da mitgegangen? Das macht gar keinen Sinn. Oh mein Gott. Die 7 Euro sind einfach weg. Ich übe mal noch ein bisschen meine Emotionen in den Griff zu kriegen. Ich spiele bis in den Abend und lerne wichtige Lektionen. Wenn ich mal gute Karten habe und will, dass die Mitspieler ihr Geld einsetzen, darf ich in der ersten Runde so gut wie nichts setzen, weil bei Echtgeld sonst jeder sofort das Handtuch wirft. Außerdem stelle ich fest, dass Bluffen zwar am meisten Spaß macht, wenn es klappt, aber leider auch viel zu oft daneben geht. Ah, Mist. Und ich bin wieder auch ganz unten. Bis 3 Uhr morgens versuche ich, die Theorie in die Tat umzusetzen, aber niedergeschlagen und mit 50 Dollar Verlust beende ich das Ganze und mache Schluss für heute. Vielleicht klappt's morgen ja mit einem klaren Kopf besser. So, und ob das jetzt funktioniert, finden wir jetzt raus. Komm, ich risk's. Ja, das Risiko hat sich hier mal ausnahmsweise gelohnt. Ich habe hier 2 Buben, das ist nicht verkehrt. Ich gehe mal hier rein, ich werde sowas von auf die Fresse kriegen. Ja, okay, ich muss jetzt erhöhen. Ich habe ein Zweierpaar. Ich setze mal direkt 3,50. Okay, es sind jetzt gerade 12 Dollar im Pott. Shit, was macht er? Yay! Yes! Und wir sind im Plus und zwar 3,50. Die 2 Siebener, die nehmen wir auch mit. Ach, er setzt gleich 1,05 €. Ach, komm, Alter. Da ist noch ein Siebener. Hat sich sowas von gelohnt. 3 Siebener, okay, das ist ein sehr, sehr starkes Blatt. Ich biete dir immer nochmal, ja, der 1,50 geboten. Dann mache ich das auch mal. Vielleicht geht er mit. Vielleicht wirft er auch das Handtuch, dann hat sich's aber trotzdem gelohnt, ne? Hat sich gelohnt. Und wir sind 5 Euro im Plus. Das kann sich aber auch ganz schnell ändern. Boah! Digga, was habe ich denn jetzt gerade für eine Glückssträhne? 3 Könige. Da können wir ein bisschen was bieten. 2 Leute sind noch dabei. Er geht mit. Treibt ihn jetzt ein bisschen hoch. Mal 2,50 noch. Okay, er hat richtig was reingebuttert. Ich gehe mal mit. Ja. Nee, er gewinnt. Oh mein Gott. Er hat eine... Und schon sind wir wieder 6 Euro im Minus. Eine 8 oder ein König und dann haben wir eine Straße. Ich gehe mal mit. Das wird teuer. Wieso gehe ich da mit? Ich weiß es nicht. Lost.
Er hat jetzt 40 Euro gewonnen. Schon wieder ein Dreierpreis, macht gar keinen Sinn. Ich habe so gute Karten und trotzdem habe ich schon 20 Euro jetzt verloren in so kurzer Zeit. Noch ein 10er, okay, ich habe vier Ligen. Okay, dann kann ich ja wohl jetzt nicht mehr verlieren, ey. Oh mein Gott, er geht all in. Okay, mach ich mit, weil ich... Ja, nice. Da hat er sich jetzt gewundert, ich habe wieder 14 Euro im Plus. Aber dann pokere ich buchstäblich zu hoch und verliere 30 Euro auf einem Schlag. Doch manchmal ist es auch extrem lukrativ zu bluffen. Haha, bin wieder bei 60. Das ist so eine Achterbahnfahrt. Oh, okay, 13er, da muss man auch mitgehen. Ich erhöhe sogar nochmal. Geh damit, er ist von sich überzeugt, sonst fährt er nicht so... Okay, er blufft. Er hat nicht geblufft. Oh, nee. Und ich bin wieder ganz unten. Ah. Und als wäre das noch nicht genug, hat mich ein starkes Blatt dazu verleitet, all in zu gehen und alles zu verlieren. Was machen wir da? Was machen wir da jetzt? Ich werde jetzt noch ein bisschen mit meinen letzten 13 Dollar vorsichtiger spielen und es einfach üben. Und danach bin ich hier eh blank und muss die restlichen 900 Dollar aufladen. Wir ziehen vorbei an Tag 6, an dem ich wie nie zuvor meine Emotionen im Griff habe und weiterhin lerne, wie man das Spielverhalten der Spieler liest und daraus Schlüsse ziehen kann, auch online. Wir kommen zum Grande Finale, dem Moment der Wahrheit, an dem nun unser gesamtes verbleibendes Konto aufs Spiel gesetzt wird. Ich bekomme wirklich das Gefühl, eine Kontrolle darüber zu haben und besser zu werden. Aber genau das macht mir am meisten Angst und genau das ist das Gefährlichste an Spielen, die eine große Glücksspielkomponente haben. Tag 7. Heute ist mein letzter Tag, also alles oder nichts. Wir haben immer noch 800 Dollar auf dem Konto und damit muss jetzt was passieren. Bisher habe ich immer sogenannte Cash Games gespielt, mit relativ geringem Einsatz. Ab jetzt werde ich nur noch Turniere spielen mit einem Einsatz von 1 bis 200 Euro jeweils und einem riesigen Preispool. Jeder Spieler, der seine Chips verliert, ist raus und der Gewinner, aber auch oft der zweite und dritte, bekommen die ganze Kohle. Ich bin gerade einfach Erster am Tisch. Und es stehen 600 Euro drin. Let's go. Oh mein Gott, er ist mitgegangen. Das war das Dümmste in meinem Leben überhaupt. Ach, ich hab's einfach nicht drauf. Okay, wenn jetzt nichts kommt. Oh mein Gott, ich gewinne, weil ich die Highcard hab. Nice, er ist raus. Hab ich rausgekickt. Haha. Ich war letzter und hab mich wieder so hochgekämpft. Nein, da waren ja 6. Au. Aha. Okay, da bin ich raus. Nice. Ich wurde Zweiter, das ist schon mal stark, habe jetzt hier meinen Einsatz verdoppeln können und jetzt geht's aber weiter, weil heute ist der letzte Tag und wir müssen spielen, bis wir bei Null sind. Seht ihr das? Ich bin hier mit 420 Dollar im Plus. Ich würde jetzt gerne weiterspielen. Ich würde wirklich gerne weiterspielen. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Zahl gegen 0 gehen lassen würde, damit ich euch sagen kann, hey, macht's nicht, es ist riskant. Aber ich finde, es ist noch eine bessere Botschaft zu sagen, okay, ich nehme jetzt, was ich habe und habe dann quasi in dieser Woche 40% Gewinn gemacht. Man muss aufpassen, ich finde, Pokern könnte brandgefährlich sein. Für mich. Einfach, weil es mir viel mehr Spaß macht als jetzt zum Beispiel Glücksspiel, wo ich einfach 500 Euro in den Sand gesetzt habe. Ich habe jetzt dieser einen Person 1000 Euro aus der Tasche gezogen. Da musst du auch ein bisschen Glück haben, ne? Leute, ich mache jetzt erstmal Urlaub. Ich zahle mir das Geld direkt aus, natürlich in Euro, und nehme Abschied zu einem spannenden Unterfangen, welches meine gesamte letzte Woche bestimmt hat. Wie schon am Anfang erwähnt, wird dieses Video von meinem eigenen Schnittkurs unterstützt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Viel wichtiger ist allerdings, dass meine Kanalmitglieder aktuell dafür 30% Rabatt bekommen. Solche Aktionen wird es sehr oft geben, auch dann, wenn ich mein Merch rausbringe, dass die Kanalmitglieder, die eben mich auf diesem Kanal unterstützen, neben lustigen, unnötigen Bildern und Videos auch coole Rabatte auf mein Merch oder eben jetzt schon in diesem Moment 30% Rabatt auf diesen Schnittkurs bekommen. Es ist endlich soweit. Nächste Woche kommt das Video, in dem ich veröffentliche, wie viel Geld ich mit meiner eigenen App erwirtschaftet habe und wie ich es gemacht habe und wie es weitergeht mit der App. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet und schon vorher coole Ausschnitte daraus sehen möchtet, folgt mir gerne auf Instagram und abonniert diesen Kanal, wenn ihr mich auf dieser Reise begleiten möchtet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!